So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Im letzten Part haben wir noch eine Runde bei Swanky gegen Ending gezockt und zwei Level abgeschlossen zu 100%. Und in diesem Part geht's an das Segeltrauma. Mit einem neuen tierischen Helfer. Retteli, glaube ich, hieß die. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall können wir mit ihr höher springen. Und wie ihr gesehen habt, wenn wir aufladen, so einen Mega-Jump. Ich weiß nicht, hat Retteli Angst vor Ratten? Nein, das kam, glaube ich, erst im dritten Teil mit den Elefanten. Aber mehr will ich noch nicht spoilern. Egal. Dum da diddle di dum dim di dim di diddle di dum da diddle di dum da diddle di dum bing. Stoop. 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 Hier müssen wir anscheinend den A-Knopf drücken. Nein. Interessant. Das Spiel hat mich wieder total verarscht. Retteli! Fuck. Kriegen wir jetzt überhaupt noch alle Secrets? Ich hoffe es. Mal sehen. Aber... Boah, ich fail grad, ne? Ich fail grad übelst. Egal. Solange das Spiel Spaß macht, ist alles okay. Ich glaube, hier hätten wir den A-Knopf drücken müssen, ne? Oder war es jetzt einfach nur Tutorial? I don't know. Die will ich aber aufknacken. Da ist bestimmt was drinnen. Das kannst du mir nicht erzählen. Fuck. Ja, ein extra Leben. Gut, haben wir 29. Könnte mich jetzt umbringen, wenn ich unbedingt Retteli haben möchte, aber... Ich glaube, mit Diddy und Dixie kommt man auch recht weit, ne? Bonus-Game! Mach alle Gegner fertig! Das hätte ich verpasst, das Bonus-Game. Wenn wir einfach weitergegangen wären, aus dem Grund, ist das doch recht positiv, dass wir nicht weitergegangen sind, einfach. Hätte daneben gehen können, aber doch nicht bei mir. Und jetzt haben wir auch die gute Retteli wieder. Boah, sieht man doch. Nicht alle Tage, nicht wahr? So eine super Schlange. Wie die gute Retteli hier. Der Typ da oben ist krank. Gut. Mag ich nicht wirklich. Ja, da ist er. Einfach weg. Und das war's schon mit Retteli? Nein. Noch nicht. Stup! Hier können wir nichts mehr holen. Zu schade. Na egal. Tschüss, Retteli. Gib mir noch eine Münze. Geht doch. Und du gehst sterben. Oder auch nicht. Wir haben noch nicht die DK-Münze, merke ich gerade. Die fehlt natürlich ebenfalls noch. Für 100%. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch ein Bonus-Game irgendwo. Das weiß der Ultra natürlich jetzt noch nicht. Da müssen wir erstmal abwarten und Tee trinken, wie es doch so schön heißt. Aber dich töte ich. Nicht! Also ich könnte wirklich bei allen einfach mal so nicht dazu packen, einfach weil ich es eh nicht schaffe. So, das N von Kong. Da hätte es eine Bananenmünze gegeben, aber wir haben doch genug davon. Und soviel ich weiß, ja, man konnte sich hier hochhängen, dann gibt es da nämlich einen Bonus. Gut, einfach mal so ein bisschen rumtesten bei dem Spiel ist recht positiv. Natürlich kenne ich ihn nicht so auswendig wie den ersten Teil und da habe ich verkackt. Nee, das lässt der Ultra nicht auf sich sitzen. Da will er direkt nochmal rein. Das war fies. Ich kann diese Libellen nicht abpassen. Am besten ist es wirklich hier so hoch zu rennen einfach. Und ging doch recht flott. Wieso habe ich das verkackt? Und kann sich Diddy da oben festhalten? Nein, Diddy ist zu dumm dazu. Das ist meine Frage, wie komme ich denn da hoch jetzt? Oder
müssen wir erst runter, um hochzukommen. Sehen wir erst später. Dam, di, dam, di, dam, di, 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 dam, di, dam, di, 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 dam, di, dam. Hier unten durch, hier oben rauf. Dann können wir hier wieder rüberfliegen. Und da gibt's die DK-Coin. Boah, recht geschenkt, muss ich sagen. So, die Passagen habe ich auch schwerer in Erinnerung, als sie wirklich waren gerade. Boah. Habe ich nichts dagegen, nicht wahr? Warum? Okay. Ich verkacke jetzt nicht, ne? Dahinter! Ha, komm! Muss das jetzt sein? Jetzt kriege ich die 3 extra Leben nicht. Hm. Und nicht mal ein tolles Ziel. Naja, haben wir wenigstens beides gesehen. Wer ist das hier? Funkys Flüge! Grody Word, ich bin der große Funky, mein Fluggesellschaft bringt euch überall hin. Vorausgesetzt, ihr zahlt den Ort bereit. Ihr habt den Ort bereit einmal gesehen. Ich bin hier der coole. Ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht zahlen, um den zu benutzen. Aus dem Grund geht's jetzt zu Crows Nest. Der erste Endboss ist ein Vogel. Der hat ja mal richtig einen Vogel. Da müssen wir einfach auf die Eier springen. Und Diddy hat's hier recht leicht, da er die Eier auf seinen Bauch hält. Soviel ich weiß, müssen wir das ganze 4-mal machen. Komm her. Du hast keine Chance gegen den Meister aller Affen. Macht er jetzt? Alter, jetzt wird er vollkommen durch. Dam, dam. Deal dam, dam dam, deal dam, dam dam da dam, deal dam dam, deal dam. Oh, die Musik ist einfach zu göttlich in dem Spiel. Ich will da gar nichts sagen. Lad mich in Ruhe, du Kack, Kack Noob. Ja, und wenn wir jetzt da oben auf das Nest hochgekommen wären, hätte es dann auch ein paar Bananenmünzen gegeben. Konnte ich leider nicht zeigen. Aber ihr wisst es. Ja, und damit hätten wir Welt 1 zu 100% mit allen Rufzeichen hinter der Welt und allen DK-Coins. Ich gehe aber trotzdem nochmal in diese Welt, denn ich möchte speichern. Bei der alten Omi. Ich bin Frau Winkler-Kong, Lehrerin der Kong-Schule. Okay, und was machst du so? Ich werde euch lernen, wie man dieses Spiel spielt. Ihr könnt aber auch vorbeischauen, wenn ihr Süßen abspeichern wollt. So. Ihr wollt... Was wollt ihr? Ach, okay, ja, man darf einmal pro Welt gratis speichern. Gut. Machen wir das auch gleich. Wir haben 16% des Spiels in einer halben Stunde durch. Komm. Und jetzt kostet das, soviel ich weiß, 2 Münzen. Hier können wir uns Tipps für Partnerwurf und sowas geben und Endgegner, aber brauchen wir nicht. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Falls ihr mich braucht. Ja, in der Welt wahrscheinlich nicht mehr. Aber, ja, ne? Gehen wir zu Funkys Flüge. Ja. Okay, dann Flugzeug mieten. Cool, ich wünsche euch einen guten Flug! Gut, auf geht's zum zur zweiten Welt, Krokodilkessel. Und auf nach Lava Samba. Muss ich leider spielen, um den Part noch ein bisschen in die Länge zu strecken. Ansonsten hätte ich das nicht gespielt. Egal, was haben wir denn hier oben Schönes? Ein extra Leben? Ja, eigentlich schon, ne? Hallo? Ah, hier. 2 extra Leben sogar. Sehr schön. Ja, und, ich liebe diese Musik. Dies ist wirklich meine allerliebste Lieblingswelt hier. Das erste Level in Lava Samba. Gefällt mir einfach so gut. Das geht einfach nicht zum Top. Besonders von der Musik. Natürlich hat der Schwierigkeitsgrad schon angehoben, wie man hoffentlich sehen kann.
denn ich werde jetzt wirklich schon fast verkackt. Und ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht mit der Kanonenkugel. Denn wir wissen, die brauchen wir für den Bonus, der sich hier befindet. Und jetzt hoffen wir, dass wir ihn schaffen. Alle Sterne sammeln. Hoffen wir, dass es nicht so schwer ist. Jetzt hätte ich natürlich gerne Dixie Kong vorne, denn mit Dixie Kong ist das alles ein bisschen leichter. Aber das kriegen wir auch so hin. Das Schöne ist, wenn ein Bonus geschafft ist, ist er auch geschafft. Das heißt, man muss ihn nicht nochmal machen. Und hier ist auch schon der nächste tierische Helfer. Die Spinne, von der ich jetzt den Namen nicht weiß. Egal, mit ihr können wir Spinnennetze in die Luft schießen und uns dadurch einen schönen Weg bauen, der uns nach oben führt zu DK-Coin. Interessant, die habe ich echt noch nie gefunden. Naja, hier wird es uns auch nochmal gesagt, dass wir das können. Und ja, da gibt es noch eine Bananenmünze. Davon haben wir jetzt eh einige ausgegeben. Oder? Nee, nicht mal, weil wir haben ja einmal umsonst saven können. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Gut, da habe ich es rüber geschafft. Und ich glaube, da will mir das Spiel sagen, da musst du hoch, ansonsten hast du verkackt. Ja, und da ist tatsächlich ein Bonus. Du kannst mich mal. Da will ich aber lieben gerne hoch zu diesem Bonus. Der ist aber so hoch oben und wie man sieht, lösen sich die Spinnennetze auch auf. Die bleiben nicht für immer da, sondern die gehen auch wieder weg. So, kriegen wir auch die Münze? Ich hoffe, da geht's nämlich nach oben. Und nach oben, das mag ich eigentlich gar nicht mit der Spinne. Aber gut, wir haben sie bekommen, war ja nicht so weit. Da unten rennt ein Mr. Muskelprotz rum. Ich glaube, den können wir auch töten. Mit unserer Spinne. Ja. Wir können einfach alles töten. Wir sind zu gut für das Spiel. Wir können uns sogar hier eine Brücke rüberbauen, weil wir es können. So. So. Und so. Wenn ich das natürlich jetzt verkackt hätte, wäre es mies gewesen. Und hier ist auch gleich noch ein Bonus. Interessant. Drei Bonusse in dieser Welt. Okay, was nun? Was tun? Über die Lava? Aber die war auch recht chillig. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, hier können wir das Bonus-Game nochmal machen, wenn wir Bock hätten. Und hier löst sich leider unsere Spinne auf, von der ich den Namen nicht weiß. Und dann geht's ab ins Ziel mit einer Bananenmünze. Oh yeah, wir sind Diddy Kong. Wir sind richtig geil. Wir sind Diddy Diddy Kong. Oh yeah, Diddy Diddy Kong. Ja, 100% und hier geht's wieder zur Swanky Goldgrube. Ja, holen wir uns noch ein paar Leben. Seid ihr aufgeregt? Kein Problem. Wir stehen alle hinter euch und drücken fest die Daumen. Yeah! Nichts gratis. Schade. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche keine Leben noch. Also derzeit noch nicht. Klubbers Kiosk. Das klingt interessant. What? Halt da, ich bin Klubber, der fürchterliche, der grausame, der unbarmherzige Klubber. An mir kommt ihr nicht, ihr kommt ihr nur vorbei, wenn ihr Bares zum 15 Kremling Coins kostet, die ganze Sache. Und wollt ihr nicht zahlen, werd ich euch davon jagen. Ja, haben wir leider nicht. Und ich glaube, kämpfen bringt nichts. Aber wir gucken uns mal an. Ja. Das war eine schnelle Niederlage. Naja, gut. Ansonsten geht es jetzt hier weiter. Zur Bröllergrube. Ja, das bei diesen guten Typen hier, bei den guten Klubber, ist eine Secret Welt. Und die ist echt scheiße. Fies. Ja. Die gucken wir uns aber gegen Ende des Let's Plays an. Jetzt geht's erstmal in die Böllergrube. Aber das erst im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und tschüss.